Hi, ich bin der Alex von der Flugschule Hirondelle. Der Paul von Düsseldorf hat uns gefragt, wie sieht es aus mit Vario-Apps? Kann man damit fliegen mit dem Handy? Ja, kann man, Paul. Also man kann damit fliegen. Allerdings ist das Problem, wenn du danach dein Handy brauchst, um den Rückholer zu organisieren oder irgendwas, dann ist es meistens leer. Weil die Dinger ziehen dann mitunter doch deutlich Akku. Was es im Moment ganz geil gibt, ist diese App, die heißt Rogallo Blackbox. Die hat ein Flugschüler von uns programmiert. Die läuft quasi im Hintergrund mit. Die trackt euren Flug. Das funktioniert also nicht unbedingt als Vario, sondern die zeichnet die Trackspur auf. Und ihr könnt diesen Flug dann direkt in den Online-Server vom DHV oder irgendwelche andere Server hochladen und könnt es quasi als Flugbuch mitbenutzen. Weil leider Gottes die Vario-Funktion von eurem Handy durch diesen ja, durchaus nicht so sonderlich guten Variometer-Chip da drin eigentlich nicht wirklich nutzbar ist. Ja. Dafür gibt es andere Sachen, und zwar hat man dann wirklich die Profi-Geräte. Hier haben wir jetzt so einen Skytrax, das kostet auch ein bisschen Geld. Das ist das der neuesten Generation. Das ist ein ganz kleines Vario. Hat alles mit drin, was man fürs Fliegen braucht. Also auch mit GPS, mit FLAM. Das heißt, du siehst auch andere Flieger in der Luft, die sehen dich. Gerade jetzt, wenn Wetterbedingungen schlecht sind und so weiter und so fort, sehen dich damit auch die Segelflieger. Gibt es bei uns im Shop, könnt ihr gerne mal gucken. Batterie hält ausreichend lange für zum Fliegen, also das seid ihr 20 Stunden plus unterwegs mit der Batterie. Also überhaupt kein Thema. Da ist das Vario auch super, super feinfühlig. Da sind noch keine Ahnung, wie viele Gyroskope verbaut und was weiß der Kuckuck alles. Also das Teil funktioniert zum Fliegen wunderprächtig. Ganz günstige Varios. Was wir immer empfehlen, ist auch was, wo man längerfristig was davon hat. Da muss man dann so um die 100 bis 150 Euro ausgeben. Oder eben das Profigerät, das braucht man nicht unbedingt zu Anfang. Ja, guckt einfach mal rein, schaut es euch mal an. Falls ihr noch Fragen dazu habt, können wir dann gerne noch mal tiefer drauf eingehen und euch beraten. Der Nob98 hat uns auch noch eine andere Frage gestellt, und zwar, doofe Frage, aber was bringt es denn, ein Kilo leichteres Gurtzeug zu haben und dafür zum Beispiel 90 Kilo statt 80 zu wiegen? Ich bin noch nicht geflogen, die Frage ist ernst gemeint. Ist das eine Frage der Aerodynamik oder warum gibt es da Unterschiede, die nur durch ein paar Gramm zustande kommen? Ja, also prinzipiell ist es so, es ist gerade wurscht egal, was du den Berg hochschleifst, wenn du es packst, ja, ist alles gut. Das Gurtzeug hat 4,5 Kilo, das andere hat 3,5 Kilo. Jedes Kilo oder jede 500 Gramm, die du über längere Zeit den Berg hochschleifst, merkst du mit Sicherheit. Ja. Natürlich ist es besser, wenn du nur 80 wiegst, ja, und dazu noch ein leichteres Gurtzeug hättest, ja, dann hast du noch weniger zu tragen. Aber ansonsten, wegen der Aerodynamik macht es mit Sicherheit spielt's keine Rolle. Ob du jetzt 80 wiegst oder 90, ist eigentlich auch wurscht. Ja, Hauptsache dir geht's gut, dir passt das Gurtzeug gut und dann kannst du richtig Spaß in der Luft haben. Also da würde ich mir keine Gedanken machen wegen der Aerodynamik oder sonst irgendwas. Kilo leichter, Kilo schwerer. Was ich noch anmerken wollte, die Gewichtsreduktion ist eigentlich einfach eine coole Sache, das nice to have, wenn man viel wandert. Das heißt für die Hike- und Fly-Geschichten, das heißt wir gehen irgendwo einen Berg hoch über eine Stunde, zwei Stunden oder was auch immer und fliegen dann schön runter. Ja, und da ist es dann halt besonders günstig, wenn man leichtes Material hat, weil über die Zeit merkt man halt eben wirklich jedes Kilo. Es gibt dafür auch spezielle Schirme, die sind dann auch nochmal ein gutes Kilo leichter als die Standardausführung. Was man sagen muss, generell, es geht alles auf die Haltbarkeit. Wenn ihr spezielles Leichtmaterial habt, dann müsst ihr mitunter auch Abstriche machen mit der Festigkeit. Also das heißt, bleibt man irgendwo hängen, dann hat man mal schneller einen Riss drin als mit dem normal stabilen Schirm, der ein Kilo mehr wiegt. Das ist ganz, ganz klar. Fehlt einfach ein bisschen Material, ist alles dünner. Und deswegen
würden wir euch empfehlen, am Anfang erstmal mit dem normalen Zeug anfangen, ja, und dann vielleicht ein bisschen leichter werden mit der Zeit, wenn ihr es dann auch wirklich drauf habt. Ja. Aber es gibt auch immer wieder welche, die wirklich sagen, jawohl, ich bin Bergsteiger, ich will den Berg hochrennen, aber runter habe ich keinen Bock mehr, da will ich fliegen. Dann brauchen sie möglichst leichtes Material, das sie damit hochnehmen. Gibt es mittlerweile Ausrüstungen, die haben so gute 6, 7, 8 Kilo, mehr nicht mehr, komplett mit allem drum und dran, mit Helm, Rettung und so weiter und so fort. Ja, muss jeder seine spezielle Nische finden, aber für den Otto-Normalpiloten, der dann auch mal mit dem Bus hochfährt zum Stadtplatz oder eben auch mal mit der Gondel, der ist mit dem normalen Gleitschirm, mit dem normalen Gewicht, ja, was ein Kilo schwerer ist mitunter, vollkommen gut aufgehoben. Ja, also da braucht er nicht unbedingt spezielles Leichtmaterial, um Gottes Willen. Ja. Aber da können wir gerne während des Kurses auch nochmal drauf eingehen. Wir haben auch ein, zwei spezielle Leichtschirme bei uns mit drin in der Schulung. Die könnt ihr dann auch einfach mal ausprobieren und mal gucken, was so der Unterschied ist. Ja. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es uns einfach unten in die Kommentare rein. Dann gucken wir, dass wir drauf eingehen. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ja, wir sehen uns. Ciao.